Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Tja, liebe Leute, wohin hat's mich da heute wieder verschlagen? Kleiner Tipp, die Räder, man sieht's, rund 2 Meter im Durchmesser. Momentan diese alten Räder nicht mehr in Bewegung, sondern nur mehr in einem Museum. Und zwar in einem besonderen Museum. Im Eisenbahnmuseum in Straßhof. Und genau dort bin ich heute. Ja nun, liebe Zuseher, wie glaubt ihr wohl heißt diese Lokomotive? Ich kann euch verraten, sie hat einen tierischen Namen. Da gibt's Tiere mit einer irrsinnig langen Schnauze, leben in Afrika, im Wasser und an Land. Korrekt, Krokodil heißt diese Lokomotive. Eine wesentlich kürzere Schnauze hat die 108001, auch eine ehemalige ÖBB-Elektrolokomotive. Elektro, wie man sieht, Stromabnehmer. Beide zuletzt gesehenen und auch diese 114502, eine ehemalige Schnellzuglokomotive, haben übrigens schon fast 100 Jahre auf dem metallernen Buckel. Ein bisschen weniger alt, nämlich nur rund 70 Jahre, ist die 104001. Natürlich auch eine ÖBB-Lokomotive. Und so sah es dann in den Abteilen, in den Zügen, in den Waggons aus. Dieser Güterwaggon hat das satte Alter von knapp 150 Jahren. Und hätte durchaus von dieser Dampflokomotive gezogen werden können. Und dieser Anblick bot sich einem Lokführer und Heizer damals in einer Dampflokomotive. Und das ist nun die älteste Schnellzuglokomotive Österreichs. Mit dem beachtlichen Alter von 130 Jahren. Ganz schön lang das Ding, oder? Rund 25 Meter misst diese Dampflok mit dem Tender. Während ihr einige Impressionen sowohl aus dem Indoor- als auch aus dem Outdoor-Bereich zu sehen bekommt, möchte ich euch ein bisschen was über die Geschichte dieses Eisenbahnmuseums erzählen, das ja nahezu alle Epochen der Eisenbahngeschichte hier versammelt. Gegründet wurde es 1972 und damals war es eigentlich der Hauptzweck Veranstaltung von Sonderfahrten mit alten Straßenbahn- und Eisenbahnfahrzeugen. Später wurde dann das Ganze in ein Eisenbahnmuseum verwandelt. Der Fahrzeugbestand wuchs auf rund 300 Waggons oder Lokomotiven oder sonstige Bahnfahrzeuge an. Diese 300 Exemplare sind natürlich nicht alle in top restaurierten Zustand, was logisch ist, da der Großteil davon im Freien steht. Und da bin ich gleich bei einem Anliegen. Die Betreiber des Museums werden es ohne finanzielle Unterstützung nicht schaffen können, die knapp 300 Exponate in Schuss zu halten und vor allem auch das Gesamtareal von 150.000 Quadratmetern zu bewirtschaften. Also hier wären eigentlich Entscheidungsträger der Politik oder von Sponsoren gefragt, um diesem ehrgeizigen und ambitionierten Projekt zur Erhaltung der Eisenbahngeschichte unter die Arme zu greifen.
Zumal natürlich auch die Corona-bedingten Maßnahmen einem Museum wie diesem Eisenbahnmuseum keineswegs Gutes zugefügt haben. Natürlich, was wäre ein Eisenbahnmuseum ohne eine Modelleisenbahn? Auch diese gibt's natürlich im Heizhaus in Straßhof. Hat ein bisschen Schieflage, diese Bahn, oder? Na, im Normalfall war sie auch so zu sehen und bergauf und bergab unterwegs. Also momentan geht mal gar nichts. Alles rot. Na bitte, schön langsam wird's ja auch grün. Und hier haben wir einen ganz berühmten österreichischen Zug, nämlich den Blauen Blitz.
Jetzt hätte ich eine Frage. Wo kann man bei der Eisenbahn in die Falle gehen? Lest mit! Hier sehen wir ein Modell einer Eisenbahndrehscheibe, wo aus verschiedenen Remisentüren die Lokomotiven mittels der Drehscheibe in andere Richtungen gebracht werden konnten. Na, es geht auch größer, keine Sorge. Im Führerstand einer Dampflokomotive muss man sich erstmal auskennen. Das gibt es im Eisenbahnmuseum Straßhof. Das nannte man früher die Holzklasse. Und ich dampfe dann mal einfach ab nach Hause.